Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wie schön doch so eine Diskursmarkthalle sein kann, wenn man in Graz ist. Schauen wir, was wir Ihnen anzubieten haben, hier in dieser Markthalle. Sie haben selbstverständlich die Freiheit, es uns abzukaufen oder es bleiben zu lassen. Im Gegensatz zur derzeit gültigen Ökonomie können Sie bei Nichtgefallen allerdings austreten und verlassen damit den Raum der Vereinbarung. Eine Markthalle lässt sich verlassen. Ein Markt, der uns allerdings Angebote macht, die wir nicht ablehnen können, nicht. Die vermeintliche Freiheit scheint ein felsenfestes Gesetz zu sein. Unumstößlich richtig, frei durch die Freiheit, demokratisch durch die Demokratie, richtig durch das Recht. Davon gehen alle aus und wir halten uns daran. Ob wir es uns ausgesucht haben oder nicht. Ob wir alle Gesetze und Regelmäßigkeiten dieser sogenannten Freiheit kennen oder nicht. Ob wir den Markt als Anbieter oder Nachfrager, als Mächtiger oder Ohnmächtiger, als Erbe oder Arbeiter oder als Mieter oder Vermieter betreten. Atomkrise, Bankenkrise, Krisenkrise, Riesenkrise, Eurokrise, Miesenkrise, Kriegskrise, Terrorkrise, Bildungskrise, Rentenkrise, Flüchtlingskrise, Demografiekrise und natürlich die Demokratiekrise und dann der Reformstau und die Klimakrise. Warum immer so gehetzt mit dem Laptop auf den Knien? Sie sehen so komisch aus. Die sehen so komisch aus, wir sehen so komisch aus, irgendwie so geleckt, so alle miteinander, so perfekt. Und dabei muss es immer schnell gehen. Ist man um das Jahr 1980 geboren, dann mitten hinein in die ewige Krise. NATO-Doppelbeschluss, Arbeitslosigkeit, Wende misslungen, Wirtschaft auf dem absteigenden Ast, Benzin teuer, Renten nicht sicher, Ausbildung nervig, Generation Praktikum. Und immer, immer steht ein 68er im Weg rum mit tollen Ratschlägen und dem neuen Projekt, auch für die jungen Leute. Aber die rebellieren ja nicht mal richtig. Die luschen. Plus 10 Jahre rumballern in Afghanistan. Sorry, es ist halt Krise. Die Jugend hat es einfach nicht mehr drauf, sagen sie. Die kommen nicht aus dem Quark. Warum sehen die denn alle so gequält aus? Mit traurigen Augen und hektischen Gesten. Das muss doch wohin mit denen? Die müssen doch wohin? Wieso sind die eigentlich so verklemmt? Nicht mehr richtig bumsen können die noch, die irgendwie Jungen. Die müssen doch ran in die Arbeit. Irgendwo reinkommen. Wer zahlt denn sonst die Renten? Und der Chinese wartet mit dem Messer zwischen den Dumpingzähnen. Wir haben ja auch gearbeitet. Also irgendwer. Also vor allem nach dem Krieg. Und dann war es ein paar Jahrzehnte schick, so mit Wohlstand und Vollbeschäftigung und Gewerkschaft, Sozialversicherung, Krankenkassen, Arbeitszeitverkürzung, aber ja, vorbei. Ihr habt ja nichts gelernt in der Schule. Arbeit ist scheiße, sei einfach du selbst. Sorry, es ist Krise. Da ist der Junge aus der Grundschule, dessen Namen Sie gar nicht mehr erinnert hätten. Aber jetzt erinnern Sie ihn, denn er steht da in der Zeitung, mit dem Bild, ja, das ist er. Der wurde gerade in Afghanistan gesprengt. Der Junge, nicht der Name. Der Junge ist ja jetzt auch schon Mann. Also war, ist er jetzt gesprengt. Und sie so, keinen Euro in der Tasche, Überstunden. Und er so, ich liebe meine Arbeit. Das ist das Lebenselixier. Arbeit muss Spaß machen. Immerzu Spaß machen, denn wir arbeiten, um zu leben. Leben. Sei bitte glücklich, haben sie dir gesagt. Und sie so, wer bist du eigentlich? Keine Zeit. Und er so, eine Unzeit. Alle meckern, es ist schwierig, Mädel, es kommen harte Zeiten. Und sie so, Junge, denk an die gelbe Gefahr, aber nimm dir endlich mal eine Auszeit. Sag mir mal die Uhrzeit.
mach doch mal was jetzt. Jetzt, verdammt nochmal, da geht doch noch was, da muss noch mehr kommen, da muss mehr sein, das muss vorwärts gehen, das muss super demokratisch sein, das muss jetzt losgehen und dann die Gleichberechtigung und dann der Klimawandel und die Wandelkrise und die Demoschnelle und die Wandelhalle und da kommt die Nordsee, da kannst du zugucken, wie die kommt, die steht schon fast vor der Tür und denk an die Nachfahren und die Nachbarn und vor allem an deine Eltern und schreib mal eine Karte und hast du auch Geld? Bitte, also richtiges Geld, gutes, deutsches, österreichisches, wertiges Geld. Ja, bitte, mach mal los jetzt, komm doch mal groß raus jetzt und setz den Blinker, wenn du rechts abbiegst, aber bleib bitte links sitzen, da wo das Herz schlägt, halt dich fest am Steuer, ja ganz authentisch und bitte nicht aggressiv werden jetzt, nicht aggressiv werden, sonst kommen wir dir helfen mit nöligem Tonfall und therapiertem Gemüt, kommen wir dir helfen und an die Kinder denken, ja Kinder und auch noch an die Oma, du liebst doch die Oma, oder? Und das heißt ja auch und uns und uns alle, ja und nicht schreien, verfluchter Mal, nicht schreien jetzt! Es gäbe jetzt auch die Möglichkeit, wenn Sie sich in dem Text wiedergefunden haben und auch das Bedürfnis haben zu schreien, dass wir das kurz zusammen machen. Also ich könnte das anzählen, dass das gemeinsam geschieht, weil gemeinsam schreit es sich meist leichter als einzeln. Also Sie können auch einzeln oder ich zähle an bis drei. 1, 2, 3. Ah! Wunderbar, sehr schön, vielen Dank. Es geht also um die Ahnung, die viele beschleicht. Wenn Sie sich fragen, gehört das so? Ist das richtig und sinnvoll, dass ich Arbeit habe und mich trotzdem immer wieder beschwere? Ist allein die Tatsache, dass ich meine Rechnung und den Konsum von einem Gehalt bezahlen kann, all das wert? Und vor allem, wo soll das hinführen? Kommt da noch was? Diese Fragen sind das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Vom Akademiker zum Schulabbrecher, vom Studenten zum Azubi, vom Stipendiaten zum BAföG-Empfänger, uns allen kommt es vor, als seien wir kräftig verarscht worden. Denn die alten Versprechen von den Früchten der Arbeit, nämlich Wohlstand und Sicherheit und dass sich all die Plackerei lohnen soll, gelten nicht mehr. All das ist zu hohlen Phrasen verkommen. Und dabei wurde den jungen Leuten wie von heute nie öfter und eindringlicher erzählt, dass sie sich besonders anstrengen müssten, um im Job Fuß zu fassen. Heute sitzen Kinder mit 3 im Englischunterricht, mit 6 pauken sie Chinesisch. Das Abitur muss man jetzt schneller schaffen, weil die Matura, das Studium sowieso, in den Semesterferien wird schon mal Berufserfahrung und unbezahlten Praktika gesammelt, damit der Übergang in den Verwertungskreislauf möglichst reibungslos und schnell und ohne Brüche verläuft. Doch gleichzeitig gehören die jungen Leute von heute zwischen 15 und 35 zur ersten Generation, der es schlechter gehen wird als der zuvor. Es kursieren allerlei Gerüchte über diese Generation Y, die ständig nach dem Warum fragt. Faul sollen wir sein und anspruchsvoll. Dabei erlauben wir uns nur, die Frage nach dem Sinn von Karrierewahn und Turbokapitalismus zu stellen. Anstatt einer Antwort bekommen wir allerdings immer eher Floskeln zu hören. Und diese demonstrieren einen unerschütterlichen Glauben an Arbeit, unendliches Wachstum und ein sichtbar überholtes System. Echte Antworten auf unsere neuen Fragen scheint jedenfalls niemand so recht zu kennen. Obwohl ich jetzt in meinem Fall, und ich darf da glaube ich auch für meine Mitstreiter hier sprechen, wir uns alle zu durchaus verwertbarem Humankapital haben ausbilden lassen, soweit psychisch stabil sind und auf kein finanzielles Backup aus dem Elternhaus zurückgreifen könnten, oder Finanzspritzen aus dem Elternhaus zurückgreifen können, haben wir uns gegen eine Karriere entschieden. Denn ich bin tatsächlich für einen gesellschaftlichen Fortschritt, doch glauben wir, dass insbesondere das hörige Karrieresystem genau diesen verhindert. Und damit klar ist, dass es hierbei nicht um Befindlichkeiten geht, oder sogar trotz, komme ich jetzt mal mit einer Studie, die das belegt. Nämlich lange Wochenarbeitszeiten machen dümmer. Also, das hat eine Langzeitstudie des finnischen Instituts für Arbeitsmedizin bewiesen. Über 7 Jahre wurden Karrieristen, also jene, die irgendwie über 55 Stunden die Woche arbeiten, ob das jetzt überhaupt noch eine Kategorie ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber das war jetzt so der Wert, wurden untersucht und Leute, die ihr Dienst nach Vorschrift machen, also maximal 40 Stunden die Woche arbeiten. Und die Karrieristen schnitten bei diesem Wortschatztest, deutlich schlechter ab und ihre Fähigkeit des logischen Denkens nahm erheblich ab. Ursache ist natürlich mehr in den Folgeerscheinungen von zu vielen Arbeitsstunden zu sehen, also weniger Schlaf, mehr Alkohol und vielleicht sogar sowas wie Depression.
Der amerikanische Sozialpsychologe Martin Seligman prägte dabei den Begriff der gelernten Hilflosigkeit. Es handelt sich dabei um ein Ohnmachtssyndrom, also letztendlich das, was sich einstellt, wenn man immer wieder die Erfahrung gemacht, mit Engagement und Ideen nichts bewirken zu können. Das macht letztendlich also dumm, demotiviert oder man wird sogar depressiv. Der erste Schritt in die Hilflosigkeit ist also Passivität und Desinteresse. Und aus dieser selbst sich erfüllenden Prophezeiung, eh nichts ändern zu können, entwickelt sich eine Lernbehinderung. Der Hilflose wird also dümmer. Das Ganze wird dann zusammengefasst unter so einem desillusionierenden Begriff wie Hoffnungslosigkeitsdepression. Ja, wir waren alle keine hoffnungslos Depressiven, als wir uns zusammentaten, dennoch unter der Prämisse, alle auf unsere Weise die Karriere an einem Punkt unseres sogenannten Lebenslaufes vollzogen zu haben. Und wir gründeten das Haus Bartleby jetzt vor rund einem Jahr, im September 2014, Haus Bartleby Zentrum für Karriereverweigerung, weil wir alle auch auf diesem Weg feststellen mussten, das mag jetzt so, wir haben für uns eine Entscheidung getroffen und die auch teilweise radikal mit Kündigungen und erstmal keinen neuen Job suchen und ins Nichts reisen und für sich eine neue Ordnung finden. Auch weil wir obwohl wir uns das nicht leisten können, um die Frage direkt wegzusetzen, nein, wir sind keine jungen Erben, die dann irgendwie sagen, ja, so machen wir das jetzt mal. Das war nicht der Fall, sondern aber wir haben jeder für sich dann auch also erfahren, die Entscheidung für mich im Privaten ist zwar schon ganz nett und bringt mir jetzt was, im großen Maßstab allerdings überhaupt nicht, sodass wir uns zusammengetan haben und uns verbündet haben. Bartleby, Namensgeber, ist der Protagonist aus der Erzählung, Hermann Melwitz. Die Geschichte ist schon 150 Jahre alt, nennt sich Bartleby der Schreiber und kam mit dem wahrscheinlich berühmten Satz für viele Leute hier im Saal hervor. I would prefer not to. Bartleby war Kopist in einer Anwaltskanzlei an der Wall Street und entschied sich eines Tages auf relativ rätselhafte Weise, die Geschichte gibt jedenfalls seine Gründe nicht wirklich her, seine Arbeit einzustellen und I would prefer not to zu sagen. Eine sehr, wie wir finden, sehr schöne, weil bestimmende, also bestimmte und dennoch sehr höfliche, also nicht so, ich werfe die Brocken hin und nach mir die Sinnflut, sondern eine höfliche Absage, die aber trotzdem Offenbarung und Verheißung zugleich ist. Und dann werden wir natürlich auch oft gefragt, weil jeder, der das Ende vielleicht der Geschichte kennt, Bartleby stirbt sehr einsam, im Gefängnis, weil er letztendlich auch irgendwann das Essen verweigert. Und dann werden wir mal gefragt, ob das denn ein Vorbild sein kann. Nein, natürlich nicht. Nichtsdestotrotz sehen wir darin sozusagen im Haus Bartleby eine Art Fortschreibung dieser Geschichte, denn wir kennen die Gründe, warum wir verweigern, nämlich unsere Kapazitäten, Fähigkeiten, Talente nicht länger in den Dienst eines Chefs oder Eigentümers zu stellen, der ausschließlich im Grunde die Strukturen, in denen wir uns abrackern sollen und auch das Ganze auch noch lieben zu prekärsten Verhältnissen, das sozusagen diesen Status quo erhalten sollen und unsere Kapazitäten in etwas anderes stecken wollen, was sozusagen tatsächlichen Fortschritt bedeutet. Genau, und jetzt seither gibt es uns. Willst du was ergänzen? Ich könnte sagen, aus persönlicher Sicht, befragt nach der Definition des Begriffs Karriere, was vielleicht schon ein bisschen anklang, dass ich, wenn ich mich der Karriere hingebe, oft Dinge tue, auf die ich eigentlich keine Lust habe, Arbeiten verrichte, die ich hinterfrage, ein System weiter unterstütze, das ich nicht gutheißen kann. Wir sind keine Arbeitsverweigerer, auch das werden wir oft gefragt. Seid ihr faul? Sehr gerne bin ich faul, kann ich sagen, aber ich mag auch sehr gerne die Arbeit, ich arbeite sehr gerne. Ich brauche bloß einen Sinn, ich möchte Gerechtigkeit erfahren und ich habe es selber erlebt in meinem Arbeitsverhältnis, dass ich Dinge tun musste, die ich nicht mit mir vereinbaren konnte und aus diesem Grund habe ich mich aus diesem Karrieresystem, wo ich diese Dinge hätte weitermachen müssen, um mich voranzuarbeiten auf dieser Karriereleiter, habe ich diese Dinge verlassen und abgelehnt. Wir haben den Eindruck, dass sich einige Menschen davon angesprochen fühlen und das hat sich sehr bestätigt. Wir haben eine Werkreihe organisiert Anfang diesen Jahres, wo wir uns Fachleute eingeladen haben, die im weitesten zu diesem Thema forschen, kritische Psychologen, Soziologen und hatten also offene Veranstaltungen, wo sehr viele Menschen kamen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das hat uns sehr überrascht.
Wir haben auch unter Kolleginnen und Kollegen sehr viel Zuspruch erfahren und daraus ist ein Buch entstanden, Sag alles ab, aus dem wir jetzt kurz vorlesen möchten, einen Text eines sehr geschätzten Kollegen Niesmomme Stockmann, weil er etwas beschreibt, was in diesem Zusammenhang der Kapitalismuskritik und überhaupt des Widerstands in unserem System, weil er diese Gedanken hervorragend zusammenfasst und die Ambivalenz auf den Punkt bringt. Es ist nicht leicht, erstens Kapitalismus überhaupt zu definieren und zweitens ist es nicht leicht, Widerstand zu leisten, ohne eingekauft zu werden in diesem System. Wir propagieren das I would prefer not to, also die elegante Verweigerung. Trotzdem gibt es da auch viele Fragen, die offen bleiben. Der Text heißt Zum K-Wort und wie gesagt, ist von Niesmomme Stockmann in einigen Auszügen hiermit kurz vorgetragen. Ich habe vieles ausprobiert in den kalten Wintern brauchbarer politischer Leitbilder. Die nostalgische linke Autoritätsdenunziation, die in meiner Jugend und in Hamburg sehr modern war, ist. Die zynisch-postmoderne Dekonstruktion aller Werte und das von ihr desillusionierte Sein. Komplette Ignoranz, expressiver Identitätsdadaismus, religions- und moralphilosophischer Extremismus, das Versinken im Ego, Kaufrausch, Fitnessstudio, künstlerisches Projekt. Sogar so etwas Verrücktes wie die parlamentarische Politik habe ich versucht. Alles hat sich als inakzeptabel und unlebbar erwiesen. Eine Beleidigung für jeden denkenden Menschen, ein Herumschnuddeln und drumherumtrippeln, während das eigentliche Problem, das fette K-Wort, der selbst herbeigerufene Dämon dieser Welt, prächtig gedeihend frisst und furzt und scheißt und frisst und furzt, da capo. Man kann die Strömung innerhalb des K-Worts in zwei grobe Richtungen dividieren. Die einen arbeiten ihm zu, wissentlich, unwissentlich, willentlich, unwillentlich. Die anderen betreiben Pop-Widerstand, mehr Selbstbeschwichtigung als irgendetwas und arbeiten ihm so zu. Die Innovationsbehauptung des K-Worts ist leer. Es ist eine Wiederholung der immer gleichen Vorgänge in anderer Beleuchtung. Wahre Zukunft hat es schon lange nicht mehr zu bieten. Diese ist aber auch im Angesicht der bevorstehenden Katastrophen vonnöten. Die Krise des K-Worts und der K-Wort-Kritik vor allem ist eigentlich keine Krise der Möglichkeiten, denn die gibt es zuhauf. Es ist vielmehr eine Krise des Denkens. Denn über die Klaviatur der Denkräume, die der Neoliberalismus bereitstellt, demokratische und so, ist keine echte Veränderung möglich. Egal wie man es dreht und wendet, wir kriegen nicht das kleinste bisschen Post-K-Wort hin. Das muss man konstatieren. Was kann ich also tun? Zunächst ehrlich mit mir sein. Ich möchte hier ganz offiziell erklären, dass ich ein Teil des Problems bin. Und dass mein postmoderner Nihilismus zu einem großen Teil Bequemlichkeit und Selbstbeschwichtigung ist. Ich möchte auch festhalten, dass die Lösungen für die Probleme einer sich stündlich ändernden Gegenwart nicht in politischen Linien vom Beginn des 20. Jahrhunderts zu finden sind. Und schon gar nicht potenzielle Zukunft. Das betrifft nicht nur die parlamentarischen Positionen, sondern zum Teil und unter anderem auch das Parlamentarische an sich. Ich habe mir auch viel zu lange die Geschichte davon erzählen lassen, dass ich die Welt, die ich vorfinde, nur entweder annehmen oder ablehnen kann. Beides ist nicht wahr, beides ist nicht möglich. Der Neoliberalismus bildet ein System, in dem keiner sich verantwortlich fühlen muss. Aber was aber, wenn ich genau das will? Wenn ich mich nach Verantwortung und Mitbestimmung sehne, nicht nur innerhalb der Pseudomündigkeit demokratischer Mitbestimmung, sondern vor allen Dingen in der Konstitution von lebbarer Wahrheit. Ich habe mich dafür entschieden, an etwas Höheres jenseits von all dem zu glauben, mich in dessen Dienst zu stellen und dafür zu arbeiten, hart. Was ist dieses Höhere und wo kann ich es finden? Nun, die Findung dieses Höheren ist schon mal Teil des Höheren und nicht verschenkte Zeit oder postmoderne Planlosigkeit. Nach moralischen Imperativen und Visionen für ein ideelles gesellschaftliches Leben Ausschau zu halten, ist ein Konzept so alt wie die Menschheit.
Deswegen stellen Sie sich in den Dienst von etwas Höherem und arbeiten Sie dafür. Hart. Dass Arbeit im Allgemeinen so verschrien ist, liegt wohl daran, dass wir innerhalb des K-Worts immer wieder nur in den Dienst von Abgeschmackten und Schmutzigen uns stellen können. Wir Linken lehnen kategorisch die Begriffe ab, die uns helfen könnten, etwas zu bewirken. Vertikalität, Machtausübung, Fleiß, Disziplin, Arbeit, Kraftanstrengung etc. Ich denke, dass wenn der Preis für ein bisschen mehr Machtausübung der Vernünftigen ist, dass es eine Spur Arkanum und Vertikalismus bewirkt, dann ist das doch besser als dieses kleinteilige Rumgegärtnere am Ego, in dem sich jeder verliert. Bis wir einen guten Plan haben, gehört es zum guten Ton, uns wie Gentlewomen zu verhalten. Das heißt, mit der nötigen Grandezza und Weitsicht, um in 10 Jahren unseren Entscheidungen wohlwollend zuzunicken und zu sagen, nice move, jüngeres Ich. Wir möchten uns mit unserer Arbeit auch in den Dienst von etwas Höherem stellen, sowohl als Haus Bartleby, Zentrum für Karriereverweigerung, als auch mit unserem zweiten Projekt, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, dem Kapitalismus-Tribunal. Der Film. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die steigende soziale Ungerechtigkeit und die fortwährende ökologische Zerstörung quasi ungewünschte Nebenprodukte sind, sondern das ist integraler Bestandteil einer Verteilungsideologie. We need a fundamental shift away from this existing system to another system, and those to change the rules at least. To change the rules, exactly, because the rules are not being really obeyed. I mean, you think about basic fundamental rights of privacy, for example, or rights of democratic rights. Those are being horribly undermined right now. Corruption gets spoken about so often as being a developing country problem, but it's not. I think that governments have failed us. Some politicians, I mean, I was with some ministers in Sweden a few weeks ago, and they said, look, you know, we understand the situation, we lack the political tools. And I think for a lot of European politicians that's true. But for a lot of others, you know, they're in the hands of the big corporations. The big corporations are paying for their election campaigns. And so their opinions are short-term because they're trying to get re-elected. They're not aware of the bigger picture, and they're serving the interests of the corporates, not the interests of society. And so I think it's a question of, in some cases, helping the politicians develop tools, and in other cases, shifting the political system so that you actually create a groundswell, a movement of change. Die Stimmung in der Gesellschaft ist, sogar bei meiner Mutter, glaube ich, dass dieses System irgendein Problem hat. Es gibt viele Leute, die sagen würden, sie sind Antikapitalisten. Leute wie meine Mutter würden eher sagen, naja, weiß nicht genau, aber irgendwie gibt es so ein grundlegendes Problem. Corruption is a very strong word, but when it comes to ignoring something like climate change, despite all of the warnings that have been getting provided, it's negligence, borderline criminal, you know. I'm constantly told not to use the word criminal in these sorts of scenarios because of potential legal ramifications, but I can't help but not think that. Nein, wer versagt, sind die Bürger. Mhm. Es gibt ein Versagen des Volkes, könnte man sagen. Mhm. Das Volk versagt ja öfter. Und das große Problem bei all diesen Fragen ist ja, wieso lässt das Volk sich das gefallen? Mhm. Und die zweite Frage ist, wieso gibt es so wenig Widerstand? Und da habe ich eine gewisse Vermutung, dass wir aufgrund dessen, dass wir glauben oder uns eingetrichtert wird, dass demokratische Institutionen quasi als legale Apparate das, was wir Demokratie und Freiheit nennen, absichern, völlig übersehen wird, dass eigentlich der individuelle und der Gruppenwiderstand das ist, was Demokratie überhaupt nur am Leben erhält. Mhm. Das heißt, Widerstand als notwendige Energie einer Verteidigung, einer immer wieder neuen Verteidigung von Freiheit. Ferdinand Lassalle hat ja immer gesagt, dass Rechtsfragen
Machtfragen sind. Und in dem Sinne ist das Grundgesetz nichts, was im luftleeren Raum existiert. Das Grundgesetz ist ja Ende der 40er Jahre vor dem Hintergrund von massiven Streikwellen, von Generalstreik, falls man sich noch daran erinnert, 1948 in der britisch-amerikanischen Besatzungszone. Das war die Zeit, als das Grundgesetz geschaffen wurde. A lot of people would argue that capitalism has achieved a lot. Now, a lot of other people, including me, would argue that its best time has passed and that we need to change that system. And so some sort of tribunal or trial for the capitalist system might be a good way to raise awareness of it. It creates a space that doesn't exist, and this is, and it I find it to be the way that I'm looking at it at the moment is very similar to the way that I'm looking at the work that we're doing with the carbon majors, and it's very much about the court of public opinion. Coming from a legal background and having studied law and spent a lot of time in courts, you begin to, when you think about what the courts were traditionally, they were, there'd be a court hearing and people would go there to watch it. It was a form of theatre, I mean, that's how courts have ended up with, galleries and seating arrangements for the public. That's part of the reason why they're open, is because it's a public issue and people can go along and watch. Now they've sort of lost that a bit in some circumstances for good reason. You'll have closed courts, but people aren't so terribly interested in courts as being a public issue. It becomes very, very much a closed sort of a space. Ich glaube, das ist sogar ein sehr gutes Mittel, aus einem ganz einfachen Grund, dass wir Verbrechen haben, die täglich passieren, die niemanden im Sinne von Schuld zugesprochen werden oder zugeteilt werden. Ein Beispiel zum Beispiel, wir alle wissen, dass jährlich zig Millionen Kinder völlig unnötig verhungern. Unnötig im Sinne von, dass es ökonomisch ganz, ganz leicht zu verhindern wäre. Viele von uns sind darüber traurig, viele von uns schütteln den Kopf, manche sind wütend, aber es gibt nicht einen Schuldigen dafür. Mhm. Und insofern finde ich es einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, wenn es so viele Verbrechen gibt und die sind ja eigentlich, werden ja von jemandem in Abrede gestellt, dann muss es ja auch Menschen, Gruppen, Schichten, Institutionen, Strukturen geben, die dafür die Verantwortung tragen. Denn wenn wir uns davon verabschieden, von dem Verantwortungsprinzip, dann ist ja alles verloren, weil dann haben wir einen quasi religiöse Apathie, das ist Gottes Willen oder anders gesagt, zirkulär gesagt, das System will es so und kann nicht anders handeln, also müssen wir uns dem fügen. Insofern ist so ein Tribunal eigentlich ein Aufruf, sich nicht in die Alternativlosigkeit und Selbstverständlichkeit dieser Verbrechen zu fügen. Also seit Jahren kommt es in ganz Europa zu verstärkten Gefühlsbekundungen in Form von sozialen Unruhen, Straßenkämpfen oder Plünderungen oder in Form von einer weit verbreiteten Resignation. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass analytische und kontrollierende Instanzen in den letzten 30 Jahren systematisch an den Rand gedrängt worden sind und alles ein Rätsel zu sein scheint. Deswegen äußern sich diese Gefühlsbekundungen nicht zielgerichtet. Was wissenschaftlich erwiesen ist, ist, dass die Ungleichheit zunimmt, die Unfreiheit zunimmt und uns gleichzeitig auch das ökologische Desaster immer mehr augenscheinlich ist. Die Frage, die wir stellen mit dem Kapitalismus-Tribunal ist, der Kapitalismus ein Verbrechen? Und dafür arbeiten wir von Anfang an zusammen, etwa mit dem Club of Rome, inzwischen auch vielen anderen großen und kleinen Partnerinnen, wie etwa der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber auch der Heinrich-Böll-Stiftung und auch zivilen Radiosendern und so weiter und so fort und Einzelpersonen. Ein Zitat von Donella Meadows, das sozusagen vielleicht erklären kann, wie sozusagen versucht wird, ein Bild zu erfassen, wäre das folgende. Ein System ist eine Anordnung von Dingen, Leute, Zellen, Moleküle und was auch immer, verbunden in einer solchen Weise, dass es mit der Zeit seine eigenen Muster produziert.
das System verursacht sein eigenes Verhalten. Nun ist es ja so, dass ökonomische Spielregeln menschgemacht sind. Das sind keine Naturgewalten. Das ist nicht so, dass unsere Ökonomie jetzt irgendwie so über uns hereinbricht und dann so ein paar blöde Effekte produziert, sondern das basiert ganz klar auf Spielregeln und ist darauf zurückzuführen. Das ist zumindest die These dieses Tribunals, davon geht es aus. Und entlang der Analyse und aller Zeichen, was einen Epochewechsel ausmacht, stehen wir jetzt nicht mehr vor einem Epochewechsel, sondern mitten auf der Schwelle einer neuen Zeit. Und wir wollen diesen Raum, diesen womöglich kurzen Abschnitt dazu nutzen, eine Bestandsaufnahme zu unternehmen, was an den früheren Spielregeln, derzeit gültigen Spielregeln unserer ökonomischen Vereinbarung falsch war, um für die neue, für eine neue ökonomische Vereinbarung, einen neuen Gesellschaftsvertrag oder ein paar Basisregeln zu lernen. Und um das zu ermitteln, muss das Versagen der alten Spielregeln aufgearbeitet werden. Das Kapitalismus-Tribunal findet und erfindet also in einem fairen Verfahren, also unter Auswiegung aller Argumente mit einer Anklage, einer Verteidigung, Rede, Gegenrede, also im hegelianischen Verfahren, wo auch die Verteidigung hohen Respekt genießt und gleichen Mitteln und Kenntnissen ausgestattet wird, arbeitet er auf die mutmaßlichen Verbrechen des europäischen Kapitalismus, nicht um abzurechnen alleine, sondern um zu neuen, sich ein Bild zu verschaffen und dann zu unmittelbar gültigen Urteilen zu gelangen. Das Kapitalismus-Tribunal steht in der Tradition von anderen überpositivistischen Gerichtshöfen, wie zum Beispiel die Russell-Tribunale oder die Wilhelmstraßen-Prozesse. Also überpositivistische Gerichtshöfe kann man sich am besten vor Augen stellen, wenn man sich die Nürnberger Prozesse vorstellt, wo die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reichs, der Nazizeit, vor Gericht gestellt wurden. Und die Verteidigung der Hauptkriegsverbrecher hatten immer argumentiert, ja, aber wir haben uns nur an Befehle oder wir haben uns an das Recht gehalten. Gleichzeitig konnten sie aber verurteilt werden, weil sie nach einem übergeordneten Recht sich schuldig gemacht hatten. Also wie zum Beispiel die Menschenrechte oder auch einfache ethische Prinzipien wie du sollst nicht töten. Nun haben wir also eine Seite programmiert, auf der jeder lebende Mensch auf dem Planeten Anklage erheben kann. Und diese Seite capitalismtribunal.org oder kapitalismustribunal.org ist zunächst mal in 4 Sprachen verfügbar: Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Und dort kann man sich überlegen, also wen oder was man anklagen möchte. Da kann also diese Anklage kann aus dem eigenen Erleben geschöpft sein, die muss nicht juristische Fachkenntnisse beinhalten oder literarische Qualität, das kann aus dem eigenen Erleben geschehen. Etwa der Frage nach hin, wann wurde ich in Betrieb oder Behörde ungerecht behandelt, was war daran falsch, wer ist dafür verantwortlich, wie konnte es dazu kommen, keine falschen Hemmungen. Das kann aber auch beinhalten, analytische Kenntnisse aufzubereiten, dort einzugeben, also sowohl aus dem eigenen Gefühl, aus dem eigenen Erleben, als auch aus akademischer Fachkenntnis kann das geschöpft werden. Das geschieht jetzt auch schon seit 1. Mai 2015. Bisher sind über 130 Anklagen eingegangen. Die überwiegende Anzahl davon ist sehr, sehr interessant und durchdacht. Das spürt man. Einige sind auch einfach so schnell formuliert. Es gibt auch ein Statut, das bestimmte, aber nur eine kleine Anzahl von Anklagen dann auch ausschließt, was bisher überhaupt noch gar nicht zum Tragen gekommen ist. Aber grundsätzlich wird jede Anklage gelesen, veröffentlicht und in den Prozess aufgenommen. Was bis jetzt passiert ist, also das sind die 130 Anklagen eingegangen, und um die zu unterlegen und auch um den Themenbereich aufzufächern, haben wir in Berlin eine Veranstaltungsreihe konzipiert, die eine Bestandsaufnahme der Gegenwart machen sollte. Wir hatten es aufgefächert nach Ökologie,
Ökonomie und Rechtsphilosophie. Und da haben wir Leute eingeladen wie Professor Ulrich Brandt, Politikwissenschaftler hier aus Wien, Ökonomen wie Trevor Evans oder Graham Maxton, dem Generalsekretär vom Club of Rome, aber auch Juristen und Juristinnen, beispielsweise Anne-Kathrin Krug oder Caroline Terwindt, die bei dem European Council for Constitutional and Human Rights arbeitet. Und wir hatten das da in dieser Bestandsaufnahme ging es dann um Fragen wie: Was finden wir vor jetzt am Ende der neoliberalen Epoche? Welche Schäden sind empirisch nachgewiesen und welche Schäden wurden verursacht? Welches gesicherte Wissen haben wir über die Auswirkungen des gegenwärtigen Wirtschaftens auf dem Planeten? Und wie greift der Kapitalismus und wie greifen die Spielregeln der derzeitigen Ökonomie in das individuelle Leben der Menschen und der Menschen untereinander ein? Das war sehr erfolgreich. Es war großartig. Es war jeweils ausverkauft, ca. 400 Personen. Und wer sich dafür interessiert, es gibt eine Internetseite, eine Vimeo-Seite des Kapitalismus-Tribunals. Da kann man sich die einzelnen Vorverhandlungen, haben wir es genannt, anschauen. Ebenso die gesamten Interviews von den Menschen, die wir jetzt gerade eben hier in Ausschnitten gesehen haben. Besuch der Versammlung war natürlich auch kostenlos möglich, also ausverkauft ist relativ, der Saal war voll. Derzeit stattfindet das sogenannte Potsdamer Konzil, also die Prozessordnung wird ausgearbeitet, denn all das ist eine lange Vorbereitung, aber das schließliche finale Kapitalismus-Tribunal steht ja noch aus, wird stattfinden in der ersten Jahreshälfte 2016, voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai. Und da muss natürlich dieses Verfahren mit Rede, Gegenrede, Beweisaufnahme, Moderation durch die Richterinnen, Entscheid der gesamten Versammlung möglichst im Konsensverfahren auf Schuld oder Unschuld im Sinne von Ja oder Nein, richtig oder falsch, dann eine Urteilsbegründung als eine Art Ausschuss gedachtermaßen der Versammlung, das Strafmaß festlegt, was natürlich eher relativ ist, denn schließlich wird es darum gehen, natürlich zu Grundsatzurteilen zu gelangen. Also das Ganze ist auch nicht nur ein Selbstzweck, ist keinesfalls ein Showtribunal, es ist ergebnisoffen, es ist kein Schauprozess, sondern es geht hier tatsächlich darum, zu zutreffenden Aussagen zu gelangen, was in einer künftigen Ökonomie nie wieder geschehen darf. Das heißt also, hier wird keine neue kohärente Ideologie dargelegt, so musst du leben und daran musst du dich richten, sonst ist das falsch. Und es wird lediglich ausgeschlossen, was nicht geschehen darf, etwa im Umgang mit dem Planeten, Umgang mit dem Menschen, was das Individuum sozusagen an Mindestrechten bekommt, in ökonomischer Hinsicht. Ja. Das muss natürlich genau ausgearbeitet werden, wie so ein Prozess abläuft. Das wird auch rechtshistorisch fundiert sein. Wie Hendrik dargelegt hat, es ist nicht das erste Mal, dass es überpositivistische, naturrechtliche, also letztlich ethische Gerichtshöfe gibt. Und das geschieht derzeit, wird münden in eine Konferenz im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo es dann auch einen öffentlichen Termin gibt, wo dieser Vorgang verkündet, proklamiert wird, findet parallel und zeitgleich statt zum COP21, sogenannten Klimagipfel, und zwar am 2. Dezember, dort um 11 Uhr. Was ich jetzt schon sagen kann, oder was wir jetzt schon sagen können zu diesem Tribunal, das in Wien stattfinden wird, in Wien, weil es eine lebhafte bürgerliche Diskussionskultur gibt und sich in der geografischen Mitte Europas befindet. Das, wie es Anselm schon gesagt hatte, es wird eine faire Verteidigung, ein Anklageteam geben. Die Richterinnen und Richter werden das Verfahren moderieren und die Urteile, also schuldig oder nicht schuldig, wir haben jetzt 28 Fälle angepeilt. Das genaue Ergebnis wird sich dann nach der Konferenz herausstellen, also wie viele Fälle da sind. Oder möchtest du? Ja, die 28 Fälle, da wir ja schon 130 im Internet jetzt haben und es ja auch mehr werden und hoffentlich auch durch Sie, durch euch
weitere dazukommen oder das weiterempfohlen wird, sehr gerne auch ins Ausland. Aber da, das muss man vielleicht kurz erklären, dass die Anklage sich überlegen wird, wie sie die Fälle sozusagen zusammenfasst, subsumiert zu Einzelfällen, Generalfällen, die sozusagen verallgemeinerbar sind. Sonst gibt das ja keinen Sinn. Das sind ja zivilgerechtliche Sachen. Das ist also kein Korruptionstribunal oder kein Tribunal, wo man mal so irgendwie über die privaten Dinge dann so redet, sondern zwar wird jede einzelne Klage in irgendeiner Form dort vorkommen, aber eben unter einen dieser 28 Generalfälle subsumiert. Genau. Ja, ist das richtig? das stimmt. Nein, am Ende, nachdem diese Fälle dann fair verhandelt wurden, wird die Versammlung, also die Menschen, die in das Tribunal gekommen sind, auf schuldig oder unschuldig plädieren und die Urteile sind danach unmittelbar gültig. Next. Ja. Weiter. Was jetzt gerade eben ansteht, und dazu möchte ich hier alle Anwesenden tatsächlich sehr herzlich auffordern, einfach auf kapitalismustribunal.org oder capitalismtribunal.org oder letribunaldecapitalisme.org zu gehen und einfach den Punkt anzuklagen, der zwar der gerade eben einfach falsch ist, nervt, nicht richtig, der ein Verbrechen ist, der aber gerade eben durch geltende Rechtsnormen abgesichert ist. Es können Konzerne sein, es können Institutionen sein, es können auch natürliche Personen, also Menschen angeklagt werden, die allerdings nur, wenn sie aus eigener Entscheidung Personen des öffentlichen Lebens in Europa im Kapitalismus geworden sind. Und was man auch anklagen kann, sind geltende Rechtsnormen im Moment. Also einfach auf die Seite gehen, Anklage einreichen, eintippen und abschicken. Also es wird zur Kenntnis genommen werden und einfließen. Veröffentlicht. Ja. Dürfen wir das? Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die uns oft gestellt wird. Wer hat euch das erlaubt? Dürft ihr das? Und tatsächlich, also ja, natürlich dürfen wir das. Und wir haben jetzt auch, und man kann auch von Juristen lernen, die sich durchaus täglich damit beschäftigen, innerhalb eines geltenden Rechtssystems vielleicht jene Verbrechen in irgendeiner Weise zu einem Urteil zu führen, die uns aber auch gesagt haben, das ist wahnsinnig schwierig bis teilweise unmöglich. Sie sind natürlich der Idealisten in ihrem Beruf und deswegen versuchen sie das weiter. Nichtsdestotrotz sagen sie auch, geltendes Recht ist nichts Statisches, war es auch nie. Es ist immer ein dynamischer Prozess, Spielregeln zu verändern. Sie sind selbst gemacht. Wir legitimieren sie durch unser Einverständnis beziehungsweise durch vermissten Widerstand. Und deswegen, ja, dürfen wir das, machen wir das. Warum wir das machen als Haus Bartleby, Zentrum für Karriereverweigerung, kann ich mir nur so erklären, dass wir vielleicht tatsächlich in niemandem Dienste stehen, niemandem Rechenschaft ablegen müssen und tatsächlich diese Kapazitäten und Freiheiten, und die wir eingangs erwähnt haben, nutzen für dieses jetzt, und das auch Vollzeit. Geld verdienen tun wir nebenbei und das ist auch alles irgendwie prekär, aber das ist damit gemeint von dem Dienst des Höheren, von dem Niesmann beschrieb. Genau, es geht eigentlich nur noch darum, die wichtige Arbeit überhaupt noch machen zu können, und da zählen wir derzeit das Kapitalismustribunal ganz oben mit dazu. Das sind allerdings jetzt auch nicht nur wir vier, die wir jetzt uns hier hinstellen, den Kopf dafür hinhalten, sondern das Organisationsteam besteht aus noch weitaus mehr Menschen, nicht nur Leute, die aus Berlin kommen, sondern das ist durchaus auch schon international, wenn auch der Fokus jetzt im Moment erstmal von hier aus dieser Gegend Mitteleuropa ausgeht, aber da kann man wirklich hilfreich sein, wenn man international darauf hinweist. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie noch zwei Fragen haben. Zum einen wurde gesagt, es kommt zu gültigen Urteilen, und Sie mögen sich fragen, werden diese Urteile verstreckt? Nein, das werden sie nicht. Die Todesstrafe bleibt abgeschafft. Wir haben natürlich keine Exekutive, aber wir wollen in einem Prozess aus diesen Urteilen ein neues Regelwerk entwickeln, das auch wieder demokratisch und im Internet in einem langen öffentlichen Prozess. Und dieses Regelwerk wird dann in ein Statut zusammengefasst und kann als Grundlage gelten für neue Menschen- und Zukunftsrechte, Naturrechte, ab dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird. Die zweite Frage, die ich mir vorstellen kann, die Sie haben,
ist, wie können wir das unterstützen? Und da habe ich die schöne Botschaft, dass Sie das zum einen können, indem Sie Klagen schreiben. Wie gesagt, nehmen Sie was Persönliches. Hendrik hat gesagt, Sie sollten was nehmen, was zurzeit durch Recht abgedeckt ist. Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich würde sagen, nehmen Sie einen Fall, der Sie persönlich bewegt, der Sie betrifft. Denn darüber wird es eine bunte Mischung sein, von eine Bestandsaufnahme der Dinge, die unsere Gesellschaft ausmachen, unsere ökonomische Verfasstheit. Und Sie können uns außerdem unterstützen, denn je weniger wir nebenbei arbeiten müssen in Kompromissjobs, um unser Leben zu finanzieren, desto mehr Zeit haben wir für diese Arbeit am Höheren. Sie können uns unterstützen durch Spenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite können Sie uns unterstützen durch den Kauf des Buches, was wir Ihnen vorhin vorgestellt haben. Das haben wir vorne ausliegen am Büchertisch. Und der Erlös des Buches kommt nicht Einzelnen zugute, sondern all unsere Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde haben sich bereit erklärt, dass der Erlös des Buches dem Haus Bartleby und der Arbeit des Hauses Bartleby zur Verfügung gestellt wird. Ja. Gibt's noch? Des Weiteren gibt es einen Flyer, der das Ganze grundsätzlich schon mal erklärt. Den gibt es auch bei uns, da steht auch noch mal ein bisschen was drin. Gleich. Auch, okay. Sagen wir auch vorne beim Büchertisch, würde ich okay, sagen. Okay, genau. Merci. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.